Geil, oder? Sind hier Kameras? Guck mal auf deine Hände, bitte. Weiß ja nicht, was für eine Ehe wir führen. Hast du Herpes? Ich würde dann versuchen, noch ein bisschen schnell zu kriegen. Meine Tasche und ich sind in Berlin. Hier im Osten kam er 1970 auf die Welt. Detlef Soest. Einst Detlef die Soest. Bekannt wurde der Tänzer als Choreograf und Drill-Instructor bei Popstars. Heute ist er Tanzlehrer, schreibt unter anderem Kochbücher und ist Motivationscoach. Sein Vater stammt aus Ghana, seine Mutter ist Deutsche, seine Halbschwester ein kleiner Lichtblick in der schweren Kindheit. Mit 9 Jahren kommt Detlef ins Kinderheim. Die tanzende Liebe seines Lebens lernt er mit 12 Jahren kennen. Michael Jackson. Er ist es, der ihn zum Tanzen bringt. Und sie wird die noch größere Liebe in seinem Leben. Seine Frau Kate Hall, Sängerin und Yogalehrerin. Zusammen mit ihrer Tochter und 2 Hunden lebt die Familie Soest mitten in Berlin. Hallo Berlin also. Und hallo Familie Soest. Hallöchen. Ach, hat er Blumen mitgebracht? Ja, selbstverständlich hat er Blumen mitgebracht. Komm rein, mein Lieber. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Freue mich sehr, dich zu sehen. Hallöchen. Schön, dass wir ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Ich freue mich da auch sehr drauf. Und ich möchte eigentlich hier oben stehen bleiben, allein um diesen Größenunterschied auszugleichen. So gleiche Augenhöhe. Ich würde einfach immer die ganze Zeit auf Zehenspitzen stehen. Oder ich komme einmal so ein bisschen runter, immer, wenn wir reden. Das ist nicht gut fürs Kreuz. Willst du ablegen? Soll ich dir irgendwas abnehmen? Oder? Sehr gerne. Nimm mir doch zum einen erstmal die Blumen ab. Okay. Die sind noch eingepackt wegen des Frostschutzes. Jetzt sind wir so. Siehst du, die sehen doch schon mal schön aus. Die sollst du bitte mit deiner Frau teilen. Die kriegt mein Frauchen. Was ist denn das? Was hast du das? Das ist ein Geschenk für dich. Das gebe ich dir aber erst drin, wenn ich darf. Ich würde sagen, das ist. Na gut, okay, na komm erst mal rein. Darf ich das hier abschmeißen? Willst du die Tasche abschmeißen? Sehr gerne. Hier ist unser Küchenbereich, weißt du? Ist das ein Hund? Bist du geil. Entschuldigung, habe ich ihn geweckt? Nee, alles gut. Ich liebe ja Hunde. Das ist Lulu. Darf ich Lulu streichen? Du darfst Lulu streichen, weil Lulu sieht dich sowieso nicht, weil Lulu ist eigentlich größtenteils blind und taub. Das heißt, die ist auch manchmal noch, bewegt sich auch manchmal. Sie ist eine gute Frage, die auch berechtigt ist, weil Lulu bewegt sich eigentlich fast nie. Aber das ist doch für dich als Bewegungsfanatiker sozusagen ein guter, sozusagen eine Nemesis. Ein Ruhepol, meinst du? Ein Ruhepol, kannst du runter. Eine Meditationsform. Ja, das machst du sehr gut. Bring den Detlef mal ein bisschen runter. Das so. Ganz schön hier. Ja, das ist so unser Küchen-Essbereich. Das ist ja oftmals in Wohnungen so. Ich muss das jetzt erstmal wegmachen. Ist ja oftmals so, das finde ich so der Esswohnbereich so da am meisten stattfindet, ja, irgendwie. Ja. Also wir, wenn wir nach dem Abendessen spielen, entweder Ayana und ich, das ist meine kleine Tochter, die ist 12, ja, spielen wir noch ein paar Runden Schach oder wir spielen mit Kate, mit meiner Frau zusammen, alle 3 Monopoly oder wenn die anderen da sind. Das wirst du ja sehen, du bist ja heute mit dabei. Ach, wie schön, da freue ich mich ja sehr. Ja, wir essen heute. Wir machen heute eins der Gerichte, die ich am allermeisten mache. Warum? Weil sie einfach sind und weil sie in unserer Welt, ich habe schon überlegt, Mensch, hoffentlich schmeckt ihm das, ja, Blumenkohlpfanne heißt es. Super, finde ich jetzt schon. Blumenkohl super. Findest du gut? Ja, finde ich super gut. Hähnchenbrustfilet? Super. Knoblauch? Sehr gut. Dann, und ein bisschen Käse so. Ja, hervorragend. Wunderbar. Ja. Dann sind wir auf der richtigen Seite. Und ist auch gesund. Ist absolut. Aber ich habe auch nichts Ungesundes. Und wir können sogar, wobei du brauchst es nicht, aber wir können sogar kohlenhydratfrei essen. Wir können die Kartoffeln weglassen, aber Kohlenhydrate sind. Ich nehme nur die Kohlenhydrate und lasse den Rest. Komm, wir gehen mal ins Wohnzimmer. Willst du was trinken? Wasser oder einen Kaffee? Wenn du was trinkst, trinke ich was mit dir. Okay, wollen wir uns einen Kaffee machen? Das würde ich sehr begrüßen. Und das ist doch eine Idee, oder? Toll, also es ist ja wirklich. Das ist ein bisschen schöner Wohnstyle hier, ne? Selbst eingerichtet oder einfach so. Naja, du weißt ja vielleicht oder weißt nicht, meine Frau ist ja Dänin. Der skandinavische Einrichtungsstil. Design, weißt du? Also als sie mich kennengelernt hat, war bei mir schwarze Ledercouch, Chrom, Spiegel und that's it. Und ja. Hast du noch sowas wie ein Man Cave? Das machen doch viele, dass sie dann noch so einen Rückzugsort haben.
hätte gerne das Zimmer, wo du heute schläfst, das ist dort. Ja, okay. Das war ganz am Anfang als Man Cave für mich geplant. Aber wie Frauen dann manchmal so sind in jahrelangen Beziehungen, nehmen sie dir Stück für Stück für Stück für Stück diese Dinge weg. Und jetzt ist es Woman Cave. Ja. Aber alles gut. So, willst du Milch, Hafermilch, normale Milch? Gerne schwarz. Schwarz. Ohne alles. So, dass man den Kaffee schmeckt. Ich bin ein Tourist. Oje, ich habe eine Tasse Kaffee und alles hier ist natürlich weiß, tja, beziehungsweise hell. Tja. Jetzt bin ich richtig unter Druck. Aber das ist wieder meine Frau, ja? Setz dich da gerne hin, wie du möchtest. Das ist wieder meine Frau, du siehst ja, Pierre, und ich hasse das eigentlich, erzähle ich dir, bevor sie da ist, ja? Ich hasse das, wenn so Decken über Couchgarnituren sind oder wie die Amis das teilweise machen. Ja, ja. Dass die auf ihren Couchgarnituren diese Plasteüberzüge haben. Ja, schrecklich. Oder auch im Auto. Ja. Ja. So, jetzt guck hier, meine Frau hat überall Decken rübergezogen, die etwa die Farbe von der Couch haben. Und ist das, um die Couch zu schonen? Ja. Okay, aber... Ich hasse das. Also, sie ist doch zum Benutzen da. Das wollte ich ja sagen, das ist doch auch... Das, also, wie lange wollt ihr denn die Couch behalten? Frag sie. Ja. Es muss Ordnung sein. Was werden wir denn jetzt eigentlich noch tun? Ich habe ja Sorge, dass es irgendetwas mit körperlicher Bewegung zu tun hat. Mein lieber Pierre, es wird so viel mit Bewegung zu tun haben. Ich meine, du bist ja nun mal hier. Ich habe aber Rücken. Da hast du danach nicht mehr. Nee, wir werden auf jeden Fall, werden wir tanzen. Mhm. Und ich glaube, das kannst du sogar ganz gut, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube nicht. Ich kann alles mit Körper. Aber gut, ich lasse mich überraschen. Ich glaube, das kannst du gut. Ja. Und dann habe ich noch so 1, 2, 3 andere Überraschungen petto. Ah, ich habe noch ein Geschenk. Fällt mir gerade ja, ein. Ja, ich guck immer die ganze Zeit von da so. Nach da nach da und denke so, wow, pass auf, soll ich mal raten? Ja, was glaubst du, was es ist? Also okay, ich sag dir jetzt schon einen Tipp, es ist kein Buch. Dann bin ich raus. Okay, dann kriegst du es auch nicht. Also pass auf, ich rate. Ja. Ich sage, es ist die Schallplatte Michael Jackson Thriller. Das ist so voll langweilig, dich zu beschenken. Ist es das? Nee, es ist doch ein Buch. Wieso? Mach mal auf, aber es ist... Naja, weil das... Guck mal. Wie viele hast du davon? 20 nee, Stück schon? Nee, keine mehr. Aber das ist eine besondere. Nee, weil das war... Das ist wirklich eine besondere. Es ist nicht einfach nur eine Schallplatte Michael Jackson Thriller, die ich privat übrigens auch besitze, auch als Schallplatte. Sag nicht, da ist ein Autogramm drauf oder so. Das würde das Budget dieser Sendung dann doch überschreiten. Höchstens ein gefälschtes. Du warst ja damals auch in der ehemaligen DDR auf einem gefälschten Michael Jackson Konzert. Ey, ist das so, ja. Aber das ist mega. Das ist mega. Eine Picture-Disc. Und das ist voll das gut. Das ist ja mega. Ja, weil du hast ja, das hat ja den Anfang von allem gemacht. Ich habe diesen Typen gesehen und dachte so, Alter, ist der krass. Ja. Ey, der kann so toll tanzen, der ist so cool. Damals hatte ich ja selber auch noch Haare. Ja, und dann dachte ich so, okay, warte mal, ich werde der kleine Michael Jackson der DDR. Und das war der Tag, wo ich angefangen habe zu tanzen. Was war der erste Move? War der Moonwalk der erste Move? Nee, der Moonwalk ist schwer. Den kannst du mir ja gleich mal zeigen, wenn wir jetzt in dein Tanzstudio. In der Tanzschule kann ich das machen, ja, ja. Ja, da kannst du mal. Den kann ich jetzt hier nicht einfach so auf dem Teppich, aber da. Nee, um Gottes Willen, dann würde ich eine Frau umbringen, wenn du hier mit Schuhen auf dem Teppich den Moonwalk machst. Du weißt. Das gibt's Krieg, mein Freund. Das will ich nicht verantworten. Das ist heftig. Ich will ja heute Abend noch mitessen. Und nicht dich. verteidigen müssen. So. Ja, dann machen wir das jetzt. Also, es ist ja alles an einem... Ist es immer so, ja, dass man Angst hat, sozusagen ja, irgendwas zu verschieben? Ja. Okay. Und wenn du alleine bist, was ist das Punkigste, was du dir hier erlauben kannst? Sowas hier. Wow. Geil, oder? Sind hier Kameras? Nö. Deswegen ja nicht. Ach so, von meiner Frau meinst du? Nee, die sieht sowas sofort. Ja. Ist auch so ein geiles Ding. Pass auf, bevor sie kommt, kann ich das alles erzählen? Ja. Wenn ich mich manchmal rasiere, ja, hier so Glatze und Bart und so ein bisschen, mache ich das ja im Gästebad. Ja. Weil, folgendes, wenn ich mich rasiert habe, dann gehe ich mit dem Handstaubsauger rum, mache alles weg. Meine Frau kommt rein und sagt, Schatz, hast du dich zufällig rasiert hier? Ich habe hier ein Haar. Nee,
Hier ist ja alles voll mit Haaren. Ja. Wo ich sage, Schatz, das hättest du mal vorher sehen sollen. Ich habe da fast eine halbe Stunde das ordentlich gemacht. Und du sagst, das ist alles voll mit Haaren. So, da weißt du Bescheid. Ich freue mich. Ja. Wollen wir los oder was machen wir? Ja, sehr gerne. So, jetzt kommen wir sozusagen in die heiligen Hallen, ja? Das ist jetzt dann deine Tanzschule, die hast du gegründet. Genau. Okay. Gibt ja in Deutschland noch so 50 andere Lizenzpartner in 50 Städten, die so nach meinem System unterrichten. Aber das hier ist meine Tanzschule und die ist jetzt auch schon, muss man sich mal überlegen, 22 Jahre, wa? Und ist das dann, also du gibst ja jetzt gleich einen Kurs? Genau, ich gebe jetzt einen Kurs, genau. Und wenn du das persönlich machst? Weil da werden ja auch noch andere Tanzlehrerinnen. Ja, ja, wir haben 28 Coaches, ja, ja. Dann kostet es dann mehr, wenn man eine Chefbehandlung will? Nee, überhaupt nicht. Ach. Im Gegenteil, also ich finde es total wichtig, dass ich zweimal in der Woche unterrichte und die Leute einfach das ganz normal ansehen. Bei uns geht es wirklich darum, dass die Mitglieder, die Schüler, Kids, Teens, Erwachsene, dass die kommen und dass sie genau wissen, jetzt habe ich meine Stunde, meine Glücksstunde, meine Spaßstunde, meine Motivationsstunde. Die Stunde, egal wie beschissen mein Tag war, wo ich wieder happy werde. Na gut, dann lass mal ein bisschen tanzen. Ja, ich bin sehr gespannt. Pass mal auf, jetzt machen wir mal. Es Moonwalk. Gibt ja den normalen Moonwalk und es gibt den seitlichen, den Michael Jackson immer gemacht hat. Und du lernst jetzt den seitlichen. Okay. Guck mal, erstmal mit deinem Dings kannst du cool so machen. Guck mal auf deine Hände bitte, Pierre. Da fängt es schon an und du fängst doch gleich an, dein Gesicht zu verkrampfen. Jetzt komme ich in Coach-Modus. Bitte, 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 ja. So? Gib's mir. Wenn du das machst, guck mal, tanzen ist ja reden durch den Körper. Der Körper erzählt eine Geschichte. Und wenn du diese Bewegung machst, ist es ja eigentlich die Aussage, Alter, hier sind meine Colts und ich bin der Coolste. Ich glaube, mein Körper erzählt eine sehr traurige Geschichte. Pass auf, wenn du so machst, dann denkt ja keiner irgendwie, jetzt holt er seine Colts raus, sondern der will einen Furz lassen oder irgend sowas, weißt du? Deswegen hier. Hab ich auch. Mach Fenster später auf. Jetzt weiß ich's. So, dann machst du und machst nur so. Yes. So, als wenn du deine Colts rausholst. Yay! So. Ah, hat Michael Jackson auch immer gemacht. Okay, ja, sehr gut. So, also, ich lass meinen Colt aber drin. Jetzt pass auf, Moonwalk. Du musst dir immer vorstellen, dass es so eine Mechanik ist, okay? Du gehst hier auf die Spitze und jetzt drückst du durch den Hacken den Fuß sozusagen weg, wie so eine Hydraulik. Achso, nee. Nicht hochnehmen, ja? Erst von hier. Mach noch, ich muss von vorne mal sehen. Genau, pass auf, es ist so. Alter, das macht ich. Nee, das ist genau. Falsch. Anders. Du schiebst hier weg. Jetzt gehst du hier hoch, ziehst den anderen hinterher. Darüber. Ja, ja, ja. Schon besser. Ja, ja. Ja, und den Hut hier schön auf. Guck mal, das sieht schon wie Michael Jackson jetzt aus. Ja, genau. Und dann machst du zum Schluss hier. Alter, du krasser Typ, du kannst es doch. Guck mal, Lieber, ich muss gleich unterrichten. Ja, du musst tanzen. Ja, du kannst ja, wenn du willst, ein bisschen zugucken. Sind größtenteils Mädels, aber du bist, ich weiß nicht, also guck mal hin. Ich finde Mädels gut. Und da sagen wir. Ich tanze aus meinem. Hey, du krasser Typ, ey. Du stiehlst mir die Show, hau ab. Das war mein Ziel. Ich glaube, ich habe mir den Knöchel verstaucht. So, schön, dass ihr alle da seid, meine Süßen. Verteilt euch wie immer. Etwas in der Hocke. Ich zeige euch erst mal die Bewegung. Hier, die ist Hit. Da seid ihr oben. Jetzt dreht ihr die Hacke, die linke, nach links und die Spitze des rechten Fußes nach rechts. Und geht dabei tief. Hit. Das wisst ihr alle. Ihr seid alle schon eine Weile bei mir im Kurs. Alles, was am Anfang schwer ist, richtig, wird irgendwann leicht. Und wozu ist dieser Raum da? Ja.
Ich helfe dir mal. Na, das hört nicht auf jetzt. Also, ich bin total beeindruckt. Das ist total schön. Man sieht es so richtig, dass das dein Element ist. Dass du total da drin aufgehst. Ja, ja. Und du siehst ja auch, das ist, ich liebe das, wenn die, ich meine, das sind alles erwachsene Frauen. Ja. Und das Tolle ist, Entschuldigung, ich unterbreche, aber was ich auch nicht so gedacht, ich dachte, das sind mehr so Hip-Hop-Bitches und so richtige Dance-Profis. Ja, ja. Aber das ist total durchmischt, genau. Sozusagen. Ne? Genau, das ist es. Das und ist toll. Das ist das, du siehst ja, die lieben das hier. Die lieben es auch, dass sie dann pushen, dass ich dann mal lauter werde, weißt du? Ja. Weil sie wissen, es kommt vom Herzen und dass ich will, dass sie besser werden. Und sie lachen ja auch alles. Sie lachen, weil sie haben Spaß, sie machen Witze zwischendurch und so. Voll gut. Und jetzt gibt's Essen. Ja, ich bin echt, ich bin so fertig auch von dem bisschen getanzt. Ja, du hast ganz schön reingehauen, mein Freund. Ich Hunger und ich saß da auch. Ich bin ein bisschen leid. Manchmal ist Sitzen ist wie ein Marathon. Voll, ich hab richtig Hunger. Ja, ja. Okay, pass auf. Alle Tomaten. So, junger Mann, Sie machen bitte 3 Knoblauchzehen. Jawohl. Kleine Scheiben schneiden. Sehr gerne. Oh, da und weiß jemand, wie es geht. Aber selbstredend. Ich war nämlich gespannt. Darfst du noch mal gucken? Ja, und jetzt hast du diese Familienidylle. Also genau. Du hast jetzt genau das, was sozusagen... Was ich mir immer gewünscht habe, hast du dir immer gewünscht? Was ich sozusagen als Kind nicht hatte, weißt du? Also im Grunde genommen habe ich mir jetzt das gebaut, was mir als Kind, es soll jetzt nicht mitleidig klingen, weißt du? Nee, aber... Was mir da so verwehrt war, sage ich mal. Ja? Du bist sozusagen ein Kind gewesen, von dem man sagen kann, das nicht gewünscht war? Ist das... Ja, das muss man so sagen. Meine Mutter war verheiratet mit Günther. Und Günther ist fremdgegangen. Kam nach Hause, guckt nach rechts ins Schlafzimmer, liegt Günther mit einer anderen. So, das hat sie natürlich sehr verletzt. Also hat sie sich dann auch eine Affäre gesucht. Mein Vater, wie sich später herausstellte. Gugisberg Ossey Kofi. Und Schwarzafrikaner. Weiß nicht, ob man das sagen darf, aber also aus Ghana. Und dann ist sie schwanger geworden. Und sie wusste aber nicht, ist das Kind jetzt von Günther? Oder ist es von Gugisberg? So. Und mit dieser Sorge hat sie dann versucht, irgendwie das Kind, also mich, abzutreiben, was nicht funktioniert hat. Dann hat mein vermeintlicher Vater Günther mir den Supernamen Detlef gegeben. Weil er dachte ja, ich bin sein Kind. Und er hat 2 Monate lang nicht erkannt, dass ich eigentlich nicht sein Kind bin. Und erst als meine Oma kam und dann so reinguckte in den Kinderwagen und sagte, Günther, das ist nicht dein Kind. Also nein. Da ging das Drama dann halt los. Ja, weil dann war natürlich Scheidung und Krieg. Und meine Mutter, die sowieso schon labil war, also psychisch labil, ist dann noch tiefer so in ihre manische Depression reingerutscht. Und dann bin ich mit 4 Jahren irgendwann nach Hause gekommen und aus der Kita. Und hab sie dann in der Küche liegen sehen mit lauter leeren Alkoholflaschen um sie drumherum und Schlaftablettenpackungen und so, wo sie sich das erste Mal versucht hat umzubringen. Ja. Und so bin ich dann mit 9 Jahren ins Heim gekommen, weil die Leute natürlich mitbekommen haben, dass irgendwas nicht stimmt bei uns zu Hause. Und dachte, ich bin so kurz mal im Heim und kann dann wieder nach Hause. Das ist verrückt, ne? Du hast natürlich als Kind erstmal gedacht, ich will wieder zurück. Also obwohl es scheiße war, willst du ja trotzdem, ist ja dein Zuhause, ist ja auch deine Mutter und so, du liebst die ja. Und du verstehst ja nicht, warum du plötzlich weg sollst von deiner Mutter, auch wenn sie dir ja eigentlich nichts mehr geben konnte, die hat ja nur noch im Bett gelegen. Ja? Und ich dachte, ich bin so nach einer Woche oder so wieder zu Hause, aber ich war nie mehr zu Hause. Ja, das war das letzte Mal, dass ich sozusagen zu Hause war. Und dann hat meine Mutter mich noch mal besucht. Im Kinderheim. Im Kinderheim. Und dann bin ich über den ganzen Flur gerannt, weil ich mich gefreut habe, dass meine Mama kommt. Und dann hatte sie wieder so einen Schub und hat dann zu der Erzieherin gesagt, bringen Sie mir bitte meinen Sohn. Das ist nicht mein Sohn. So, und das kapierst du natürlich als 11-jähriger Junge nicht und machst dann natürlich zu. Also das war eigentlich der Moment, wo ich dann wirklich zugemacht habe, auch meiner Mutter gegenüber. Und das Thema für mich, also Mutter, eigentlich tot war. Sie ist ja 2 Jahre später dann gestorben, aber für mich war sie dann schon 2 Jahre vorher tot. Und deswegen konnte ich auch beim Begräbnis nicht mehr weinen, weil irgendwie war mir so peinlich, weißt du? Da waren dann lauter andere Verwandte und ich konnte nicht mehr weinen. Da war nichts, da waren keine Tränen. So, das heißt also, mit so Liebe war nicht so super viel in der Kindheit. Also habe ich mir die Liebe, jetzt kommt der kitschige Übergang,
Also habe ich mir die Liebe dann aus dem Tanzen geholt. Und die Anerkennung und die Wertschätzung. Ja? Weil als Heimkind, wenn du in die Schule gegangen bist, wir waren ja in der öffentlichen Schule, warst du jetzt auch nicht besonders doll angesehen. Mhm. Aber als ich plötzlich angefangen habe zu tanzen, haben die nicht mehr das Heimkind gesehen, sondern den Detlef, der so cool tanzen kann und der so coole Moves machen kann, der kann so ein bisschen Breakdance, der kann so ein bisschen Michael Jackson tanzen, der ist cool. Siehst du so, als wäre das so easy gewesen, so easy war das ja nicht. Nee, es war nicht easy. Es ist nur so, dass ich mich selbst auch mit 52 und all dem, was ich Positivem erleben durfte in meinem Leben, immer mal wieder dabei ertappe, dass wenn ich zu intensiv anfange, da reinzugehen und darüber zu sprechen, so wie bei uns beiden jetzt, es doch noch vorkommt, dass es mich emotional wirklich wegreißt. Ja, klar. Weißt du? Und das will ich gerne verhindern. Und deswegen spreche ich dann jetzt so vermeintlich kühl und gerade darüber, weil natürlich sind da noch Namen und natürlich ist der Schmerz. Gut, und manchmal ist es aber auch ganz gut, sich damit auseinanderzusetzen und den Schmerz noch mal zu haben, um ihn vielleicht auch irgendwann loszuwerden. Aber Pierre, ja? Das habe ich so viele Jahre. Es ja. reicht. Weißt du? Das ist, ich habe... Es ändert sich ja nicht. Meine Vergangenheit ändert nicht. Ich habe meine Zukunft geändert und mein Jetzt geändert. Ja, mit meiner wundervollen Familie. Aber die Vergangenheit ändert sich nicht mehr. So oft ich auch da reingehe und mich damit beschäftige. Und hast du deinen leiblichen Vater dann auch mal getroffen? Ja. Das ist ja diese Geschichte ist so verrückt, dass man eigentlich, also manchmal ich denke manchmal, stimmt das überhaupt? Aber es stimmt. Weil als ich Popstars gemacht habe und mit den No Angels die erste Tour geprobt habe, irgendwo im Schwabenland, ja, in einem kleinen Ort, habe ich Fanpost bekommen. Und dann stand da drin, hallo Detlef, das ist keine Fanpost. Mein Bruder Stokely und ich, Patricia, suchen dich seit 4 Jahren. Wir sind deine Geschwister. So, und dann sitzt du da erstmal, hast vorher ja gar keine Familie. Ja. Und plötzlich hast du 2 Geschwister und eine dazugehörige Mutter, die mich dann später ja auch im Grunde genommen als Mutterersatz angenommen hat. Ja, ich nenne Hannelore, so heißt sie, nenne ich ja Mutter, sage Mutter zu ihr. Ja. Und das war verrückt. Und dann habe ich sie angerufen, du kannst mal hier die Pilze machen. Dich ein bisschen kümmern. Sehr gerne. Und dann habe ich Patricia wirklich abends angerufen und habe gesagt, hallo Patricia, hier ist dein Bruder. Dann haben wir telefoniert und haben wir gesprochen und dann bin ich 3 Tage später bin ich dann hingeflogen. Wir haben in Trier gelebt, bin nach Luxemburg geflogen und bin durch diese automatische Tür dann raus ins Flughafengebäude und da standen dann plötzlich meine 2 Geschwister. Also ich meine, ich bin wie die Jungfrau zum Kind plötzlich zu einer Familie gekommen. Und hast du gespürt, dass es echt ist? Ja, klar. Guck mal. Ach, so Gott, groß Gott. Ist meine Familie jetzt. Ich mach dir mal schnell einen Screenshot und dann sage ich dir, wer ist. So. Warte. Meine Schwester, also hier. Meine Schwester. Das hier ist Hannelore, also meine neue Mutter. Ja. Ayana, Shani. Warte. Da ist Stoke, mein Bruder, und Suse, seine Frau. Da ist Carlos, mein Sohn, und da ist Miles. Also auch ganz schön hübsche Bande ist das. Hübsche auch. Bande ja, und große Familie. Doch. Ich habe ja. eine große Familie plötzlich. Ja, ja, von ja. keiner Familie zu einer großen Familie, weißt du? Schatzi, kommt ihr zum Essen? Hallöchen. Hallöchen. Hallo. Pierre, hey. Hallo. Ja, hi. Sehr schön, dich kennenzulernen. Komm, hallo, mich. Ayana. Pierre, hallo. Schön, dich kennenzulernen. So, schön, dass du bei uns bist. Ja. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Grüßtchen. Danke. Cheers. Ein alter Mann. Bist du erst Papi? Grüßtchen. So, der Mann hat heute schon getanzt. Richtig. Und zwar ordentlich, du hast richtig, also richtig, das war ja schon noch Spaß gemacht, war schön. Hast du auch mitgetanzt? Nein, ich hab leider überhaupt kein Talent dafür. Und ich habe dann auch gesehen, die können ja schon was. Also die setzen ja an bei einer Choreo und fangen nicht von vorne an. Das wäre total albern gewesen. Ja, aber er ist so ein bisschen so ein Michael Jackson-Fan und kann das auch ganz gut. Mhm.
Und hast du, ihr habt euch ja bei Popstars kennengelernt, ne? Also ihr habt euch quasi auf der Arbeit kennengelernt. Ja. Auf Arbeit. Auf Arbeit, ne? Auf Montage. Als am ersten Tag habe ich sie dann gesehen und dachte so, wow, alter Schwede. Und bin dann so rein in ihr Vocal-Coaching, so hier der Choreograf und der Chefjunge, guck mal, jetzt komme ich mal. Ja. Und hab dann irgendwie ihr ein Kompliment gemacht. Was so gesagt? Fürs Coaching, oder was hab ich denn gesagt? Das Kleid ist super irgendwas. Und dann guckt sie mich nur so an und sagt so, Schleimer. Und dachte ich so, geil. Yeah. Und kennen eigentlich deine Mitschülerinnen und Mitschüler deinen Vater? Also wissen die, dass du die Tochter bist vom Detlef? Ja. Und ist das cool? Kannst du ehrlich sein, Schatz. Also, es ist eher so etwas nervig, klingt jetzt so. Kannst du ehrlich sein, Schatz? Nicht ich bin ja nervig, sondern die Situation. Ja, also halt so. Ich bin ja jetzt auch auf einer neuen Schule so. Die ersten paar Wochen wusste das noch keiner so. Und das fand ich eigentlich auch ziemlich schön so, weil dann habe ich auch so wirklich Leute gefunden, die sich für mich interessieren und nicht für Papa. Okay. Aber warst du nicht auch stolz ein bisschen, dass dieser coole Typ dein Papa ist? Kannst du ja stolz drauf sein. Ist ja eigentlich ein cooler Typ. Ich bin stolz auf Papa, was er alles erreicht hat. Aber so, ich bin jetzt sozusagen nicht stolz auf mich so dafür, was er erreicht hat. Ja. Aber ist gut gesagt. Ja. Gut gesagt. Wie ist das denn eigentlich jetzt dann so mit der, also mit der, wir saßen ja vorhin auf dem Sofa, das ist ein Sofa, das mit einer Fließdecke noch einmal geschützt ist und ich habe dann wirklich aus, aus Reflex habe ich dann alles nochmal richtig gemacht, weil ich gehört habe, dass, also man könnte sich Ärger einhandeln, ich will auch nicht, dass er sich Ärger einhandelt dann, das ist dann, weil, ihr könnt heute neue Pferde nicht mehr. Ja so, der Gast wird ja nicht, was hast du von mir erzählt? Und musst du manchmal ihm hinterherräumen? Oder? Der ist schon gut erzogen, oder? Der ist, ich meine, du, warum stellst du so eine Entschuldigung, Scheißfrage? Ich habe auch den Mund gerade. Deswegen, aber das ist doch noch genug auf dem Teller. Kann ja nicht dein Ernst sein. Also, Detlef ist schon sehr unordentlich, ne? Da muss ich immer. Es ist wirklich so Gläser und Socken überall. Also Gläser und Socken ist eine seltsame Socken. Kombination. Und ach, was weiß ich. Fangen wir bloß nicht an, wenn du dich rasierst, mein Gott. Okay, you told me. Jetzt ist doch ein guter Zeitpunkt, schlafen zu gehen. So, na dann würde ich sagen, gute Nacht. Ja, vielen Dank. Ich bin auch schon ein bisschen müde und gespannt auf mein Klappbett. Aber wir räumen vorher noch auf. Ja, du weißt, sonst. Ja, das machen wir. Durchhalten. 10, 9, 8, 7. Und dann lass deinen Kopf nach unten fallen, entspannen, genau. Das stimmt, aber du weißt ja nicht, was für eine Ehe wir führen. Wa? Ja.
gucken wir noch mal hier. Ja, das stimmt. Allerdings. Jetzt hat er wieder gestehen. Hola. Hallöchen. Gehen tust du auch, mein Schatz. Wie war's? Es war wie immer. Ich hab ihn gehasst. Ja. Er ist Gast, ist auch schon los. Also ich habe Kate nicht eine Sekunde auch nur ansatzweise gehasst. Mhm. Weil sie ist also in allem, was sie tut, sehr, sehr liebenswert. Ja, das kann ich so bestätigen. Also das war wirklich toll mit der dehnenden Dänin. So. Oh, jetzt geht's tatsächlich. Jetzt geht's, ja, ne? Siehst du. Also mit Hilfe halt. Ja, ja. So ein bisschen aber Schubkarte. Du musst nicht die Beine breit haben. Ja. Also so. Ich bleib so. Ja, ja. Ist es nicht schön? Und weißt du, was hier passiert? Das Blut fließt nach unten. Ja. Ja. Wenn du hier bleibst zwischen 15 und 20 Atemzüge, ja, hat es denselben Effekt wie eine halbe Stunde Schlaf. Ach, das ist ja hervorragend. Ja. Ist das nicht großartig? Aber dann können wir jetzt ja wieder los, weil wir wollen ja heute noch woanders hin. Ja, sehr, wo wollen wir denn hin? Wenn ich dir das sage, dann denkst du so, wir gehen auf den Friedhof. Ja, genau so fühle ich mich. Makaber, ihr zwei. Ja, nee, doch, wir gehen ein bisschen auf den Friedhof, da ist ruhig, da kann man sich gut unterhalten, das ist super. Das finde ich gut. Also süß, wie du dich gerade rausgerobbt hast. Ja. Das ist geil. Wir spielen jetzt nicht das Thriller-Video nach. Das wäre natürlich auch eine Idee gewesen, ja, dass wir hier jetzt noch mal so ein bisschen so Thriller. Aber gut, wir wollen ja die Menschen, die hier ruhen, die hier zur letzten Ruhe kommen, nicht aufwecken. Hast du Angst vor dem Tod? Interessanterweise, also wenn du mich vor 10 Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, ja. Was für eine Scheiße. Also warum passiert das? Ja, das ist Riesenangst. Heute würde ich fast behaupten, nee. Weil es ist, wie es ist. Ja. Vor 4 Jahren hatte ich eine sehr extreme Situation. Da habe ich von einem Tag auf den anderen plötzlich, also ich hatte Herzrasen und auch so Panik und alles hat hier geklopft und mein Atem war komisch und ich bin zum Arzt und der hat mich dann gleich in die Rettungsstelle gebracht hier in Berlin oder bringen lassen, weil ich hatte plötzlich nur noch 9% Herzpumptätigkeit. Die haben dann 10 Tage lang war das wirklich auf das Messerschneide. Die wussten nicht, ob das noch weiter runtergeht. Ja, also viel weiter ging es ja nicht. Wäre es ja nicht mehr möglich gewesen. Oder ob sie mich eingestellt kriegen mit den Herzmedikamenten, die ich dann bekommen habe. Und glücklicherweise heute ist wieder alles gut und ich bin wieder absolut fit. Nehme natürlich trotzdem noch Herzmedikamente. Okay. Ja. Aber das war für uns alle gruselig. Ja, da bist du schon, da bist du platt erstmal. Also wir haben es versucht, von den Kindern so gut wie möglich wegzuhalten. Aber Kate hatte natürlich schon große Sorgen, dass ich plötzlich da gehe. Und ein paar Jahre vorher war es ja bei ihr der Fall. Kate ist von einer Sekunde auf die andere, ich war gerade auf dem Weg nach Hause, sie rief mich an und sagte, Schatz, hier bei mir, du musst nach Hause kommen, hier stimmt was nicht. Und dann bin ich nach Hause, hat sie auf dem Boden gelegen, nur noch gezittert und konnte kaum noch reden. Und dann habe ich sofort den Notdienst angerufen. Dann ist sie ins Krankenhaus. Und es waren auch so 7, 8 Tage, wo wir nicht wussten. Boah, das war gruselig. Ob sie es schafft oder nicht. Und wir wissen bis heute nicht, was es war. Und dann hat sie so ein Sauerstoffgerät musste sie dann raufkriegen. Und das war Horror. Vielleicht sind wir auch deswegen ist das auch ein Grund für unsere größere Dankbarkeit im Leben und auch die Dankbarkeit füreinander. Mhm. So, weißt du, wollen wir noch ein bisschen gehen? Sehr gerne. Die Atmosphäre finde ich ja gut. Also ich auch. Diese Ruhe inmitten einer pulsierenden, immer lauten Großstadt wie Berlin, diesen Ruhepol zu haben und diese Konfrontation damit, hey, es ist alles endlich, genau, das hört auf. Wie meine Mutter, die keine ausgebildete Philosophin ist, sondern eine des Lebens, immer sagt, Pierre, alles geht vorbei. Das Gute und das Schlechte. Hat sie recht. Da hat sie recht. Und deswegen sollten wir das, was wir haben, halt wertschätzen und lieben. Wir sind schon wieder in so einem Wandtattoo-Wording hier unterwegs. Das ist absolut richtig. Vielleicht müssen wir langsam die Location wechseln.
Ja, lass uns das machen. So, mein Lieber. Ja. Hast du eine Idee, was das ist? Ja, das ist eine temporäre 360-Grad-Panorama-Installation. Ja, aber eine Panorama-Installation, wo du im Grunde genommen einen Tag erlebst, so als wenn du an der Mauer erleben würdest. Willst du das noch mal erleben? Nee, ich möchte es nicht noch mal erleben. Aber ich habe das die ersten 7 Jahre meines Lebens erlebt, weil wir haben direkt in Wilhelmsruh an der Mauer gelebt. Und ich finde, man kann ja heute kaum noch nachvollziehen, wie das gewesen sein muss, ja? Wie das Feeling war. Und deswegen würde ich gerne mit dir da mal reingehen. Sehr gern. Als die Mauer gefallen ist damals, das war mir erst mal so ein bisschen suspekt. Ich habe zu Hause gelegen in meiner Einraumwohnung in Berlin-Marzahn. Wie alt warst du? Da war ich 18, Entschuldigung. Ja. Und meine Freundin hat neben mir schon geschlafen. Wir hatten so eine Einraumwohnung. Ich habe aktuelle Kamera geguckt. Und da kam das, dass man jetzt plötzlich rüber kann in den Westen. Ja. Und ich habe einen Schreck bekommen. Guck mal hier, das ist halt so typisch so. Der Blick zur Mauer. Ja. Oh, krass, hör mal. Das heißt, du warst gar nicht in der Euphorie, in der die meisten waren. Nee, meine Freundin und ich, Jackie, haben eine Woche, glaube ich, gebraucht, um uns da rüber zu trauen. Und wir haben, glaube ich, auch 2 Monate gebraucht, um uns zu trauen, da in so ein Amt reinzugehen und uns diese 100 D-Mark Begrüßungsgeld abzuholen. Und zwar das ganz komisch alles. Komm, wir gehen mal hier hoch. Oder hier, guck mal. Ein bisschen gruselig ist es schon. Oder? Oder? Ja. Ist schon ein bisschen dunkel, hat schon ein bisschen was Beklemmendes. So, guck mal, ich habe ja auf der Ostseite gelebt. Also sozusagen, wir gucken jetzt in die Ostseite von Berlin rein. Und ich habe ja direkt wirklich auch an der Mauer gelebt. Und bei uns war das ungefähr so wie dieses Haus da. Mhm. Da siehst du, wo du also im Grunde genommen so über die Mauer auch rüber gucken konntest und dann so da den Westen gesehen hast. Mhm. Bei uns war das oben Reinickendorf-Wedding, wo wir hingeguckt haben. Ja. Und hast du als Märkisches Viertel und sowas. Nie gedacht, so als Neugier, was ist denn da drüben? Was haben die da für ein Leben? Hey, mich hat das nicht so interessiert. Ja. Ich kann es dir nicht sagen, ob ich da. Ich hatte da keinen Bezug. Ich hatte mit mir selber vielleicht genug zu tun. Oder ich glaube sowieso, dass du als Kind nicht wirklich. Da fandest du natürlich das toll, wenn du mal irgendwie eine Westschokolade essen konntest oder mal eine Pepsi-Cola oder Coca-Cola trinken konntest aus dem Intershop. Ja. Aber weißt du, was Intershop war? Das sind dann immer mal Westprodukte. Genau. Konnte, ne? Genau. Und das war so die bunte Welt. Ja. Die normale Welt war so grau. Und wenn du in den Intershop gegangen bist, hat alles plötzlich anders gerochen und es war alles bunt. Und man hat doch damals, wenn man mal eine Coca-Cola oder ein Duplo gegessen hat, dann hast du nicht so gesagt, oh, ich hab Hunger. Ja. Sondern du hast es ausgepackt, ganz langsam, die längste Praline der Welt, dann einen kleinen Biss gemacht, wieder hingelegt, geschmeckt, ein bisschen von der Cola getrunken. Also wirklich schön. Guck mal, jetzt wird's dunkel. Ist halt wirklich so ein 10 Minuten 24 Stunden hier durchgespielt. Ach so, okay. Guck mal an, guck mal. An diese Lampen erinnere ich mich auch noch zu Ostzeiten. Diese so Strahler, so richtig, ja. So ein bisschen gruselig, ja. Krass. Ist echt krass, dieses Feeling gerade. Echt strange. Und als du dann in den Westen gekommen bist, ja. Hast du sozusagen diese vielen Versuchungen. Krass, guck mal, jetzt ist es richtig. Es ist richtig dunkel, ne? Jetzt, die vielen Versuchungen, ja, da ging es dann richtig los. Dann hast du natürlich auch schön mal Kohle auf den Kopf gehauen. Kohle, die du gar nicht hattest. Die Kohle, die ich gar nicht hatte, weil auch zu Ostzeiten kannte man es nicht so mit Ratenzahlung und so. Ja. Ja, und ich habe Ratenzahlung dann so verstanden, kannst du mal raten, wann du es kriegst. Ja? Und habe dann wirklich so, ich weiß noch, als ich den ersten Löwe-Fernseher in Neukölln in einem Mediamarkt gekauft habe, mit meiner Freundin zusammen. Der war weiß und wir dachten, der kostet nur, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube 99 oder 199 D-Mark, weil das stand da dran. Und dann stand noch irgend sowas daneben, das haben wir nicht kapiert, was es ist mit MTL. Monatliche Rate, ja. Ja, so. Okay. Dann haben wir uns aber auch nicht getraut, Nein zu sagen.
Aus Angst also vor Gesichtsverlust. Ja, so. Genau, weil wir waren ja sowieso so relativ schüchtern da drüben und diese neue Welt. Ja. Und dann auch noch ertappt dabei zu werden, dass man dumm ist und etwas nicht weiß. Ja? Das wollten wir uns nicht geben. Ich meine, ich habe teilweise für 4.000 D-Mark eine Bertelsmann-Lexikothek mir zu Hause an der Tür verkaufen lassen. Von so einem, weißt du, hier diese Drückerkolonnen. Ja? Und so kam ich dann schnell auf 65.000 D-Mark Schulden. Aber ab dem Augenblick, wo ich dann wirklich angefangen habe, selbst ins Tun zu kommen, ins Handeln zu kommen, vorwärts zu gehen, da ging es natürlich finanziell auch immer besser. Mhm. Ja? Irgendwann hatte ich dann mal, da war mein erstes großes Ziel, mal 10.000 D-Mark auf dem Konto zu haben. Und das war verrückt. Und dann gab es so andere Ziele, die ich dann auch irgendwann erreichen durfte, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich entscheide das selber. Entscheide selber, wo das Limit ist, je nachdem, was ich bereit bin zu tun. Das heißt, irgendwann hast du gecheckt, Kapitalismus ist eigentlich ganz cool. Ja. Ja. Ja, in dem Augenblick, das hört sich erst mal negativ an, deswegen habe ich für eine Sekunde darüber nachgedacht, kann man das charmanter formulieren, aber will ich eigentlich gar nicht, weil, um der Ehrlichkeit die Bühne zu geben, ja, ich fand es cool, dass man mit der eigenen Kraft, mit dem eigenen Engagement in der Lage ist, aus seinem Leben was zu machen. Jeder Tag ist ein neuer Tag, du hast jeden Tag die Chance, irgendwie neu zu starten, neu zu beginnen. Da kommen wir wieder da zu unseren Wandtattoos. Ja, genau, da kommt wieder der Motivationscoach. Was ist denn dein Morgen so? Wie soll dein Morgen aussehen? Also jetzt nicht explizit der morgige Tag, sondern die Zukunft des Detlef Soest. Wenn ich mir meinen Morgen wünschen könnte, wenn ich mir unser aller Morgen wünschen könnte, dann würde ich mir wünschen, dass diese ganzen Wahnsinnsbrandherde in der Welt, Krieg, Corona, Klima, Energie, dass das weg ist. Dass wir einfach wieder das Gefühl haben, dass wir in Ruhe leben und atmen können. Weil ich glaube, es gibt unglaublich viele Menschen, die dieses Gefühl aktuell nicht haben. Weil du ja hier fast jeden Tag hast du in den Medien irgendwelche Horrornachrichten, irgendwelche neuen. Und das tut den Leuten natürlich nicht gut. Das ist ja logisch, weil es verunsichert sie. Ja. Und siehst du, jetzt ist dunkel geworden. Da wird's gleich dunkel. Aber dann, mein Freund. Leider ist es nur der Spot und nicht die Sonne. Ich stimme dir uneingeschränkt zu. Oder? Ich würde sagen, ich entlasse dich jetzt mal so langsam in deinen Morgen, weil ich muss jetzt auch noch bald einen Zug kriegen. Ja. Und ich hole gleich mal meine Tasche und dann kommen wir zu dem schwierigsten Teil dieser beiden Tage, nämlich unserer Verabschiedung, mein Lieber. Wollen wir uns küssen, so wie Honecker und Gorbatschow damals? Hast du Herpes? Ich würde dann versuchen, noch ein bisschen schnell zu kriegen. Okay, das sollte einfach sein in dieser Stadt. Dann. Na los, hol mal deine Tasche. Ich hol mal meine Tasche. Ja, Mensch, mein Lieber. Was machst du jetzt ohne mich? Ich weiß es noch nicht. Ich bin in einem leichten Grad von Verzweiflung. Vielleicht kann meine Familie mich auffangen. Ich glaube, dass deine Familie ganz gut geeignet ist, dich aufzufangen. Das denke ich auch. Das hat sie ja schon einmal sehr gut getan. Es war schön, mein Lieber, wirklich. War toll, dich kennenzulernen. Bleib gesund und du weißt, man sieht sich immer zweimal, wa? Ich würde dich sogar ein drittes Mal sehen wollen. Na, dann machen wir erst mal das zweite Mal und dann gucken wir das weiter. Und dann schauen wir kurz vorm dritten Date, ob das mit dem Kuss dann die letzte Verabschiedung sein wird. Hör auf, mir ist schlecht jetzt noch ein bisschen. Es hat mich gefreut. Mich auch. Grüße an die Familie. Bis dann, mein Lieber. Mach's gut. Tschüss. Danke. Ja, bye, bye. Warte mal, bevor ihr jetzt gleich hier euch wegklickt. Das war, wie ich finde, eine sehr schöne Folge Krause kommt. Und es gibt noch mehr Folgen Krause kommt, nämlich in der besten Mediathek der ganzen Welt, der ARD-Mediathek. Schaut euch ein paar Folgen an oder auf dem YouTube-Kanal von diesem Typen. Ich wäre recht dankbar. Vielen Dank und tschüss.